Hallo, ich darf Sie wieder begrüßen zur Reihe Psychoanalyse und Philosophie und heute würde ich ganz gern ein wenig Primärliteratur Ihnen näher bringen. Und zwar geht es um das Tetrapharmakon von Epikur, das aus seiner Morallehre entstand und dem Brief an Menoikios zu entnehmen ist. Das Tetrapharmakon ist ja die Vier-Elementen-Lehre und da mit begegnet Epikur den Anforderungen unserer Welt und bringt einen kleinen Katalog, wie ich den Ängsten auf der Welt begegnen kann. Und ich lese Ihnen diese vier Punkte vor. Erstens. Halte Gott für ein unvergängliches und glückseliges Wesen. Entsprechend der gemeinhin gültigen Gottesvorstellung und dichte ihm nichts an, was entweder mit seiner Unvergänglichkeit unverträglich ist oder mit seiner Glückseligkeit nicht in Einklang steht. Denn es gibt Götter, eine Tatsache, deren Erkenntnis einleuchtend ist, doch sind sie nicht von der Art, wie die große Menge sie sich vorstellt. Zweitens. Gewöhne dich an den Gedanken, dass es mit dem Tod für uns nichts auf sich hat. Denn alles Gute und Schlimme beruht auf Empfindung. Der Tod aber ist die Aufhebung der Empfindung. Das angeblich schaurigste aller Übel, also der Tod, hat für uns keine Bedeutung. Denn solange wir noch da sind, ist der Tod nicht da. Stellt sich aber der Tod ein, so sind wir nicht mehr da. Drittens. Man muss daran denken, dass die Begierden teils natürlich, teils nichtig sind und dass die natürlichen teils notwendig, teils nur natürlich sind. Die notwendigen hin wiederum sind notwendig teils zur Glückseligkeit, teils zur Vermeidung körperlicher Störungen, teils für das Leben selbst. Denn das ist das Ziel des glückseligen Lebens. Liegt doch allen unseren Handlungen die Absicht zugrunde, weder Schmerz zu empfinden, noch außer Fassung zu geraten. Viertens. Jede Lust nun ist, weil sie etwas von Natur aus Angemessenes ist, ein Gut, doch nicht jede auch ein Gegenstand unserer Wahl, wie auch nicht jeder Schmerz ein Übel ist, das unter allen Umständen zu meiden wäre. Nur durch genaue Vergleichung und durch Beachtung des Zuträglichen und Unzuträglichen kann all dies beurteilt werden. Denn zu gewissen Zeiten erweist sich das Gute für uns als Übel und umgekehrt das Übel als ein Gut. Das war das Tetrapharmakon von Epikur. Vielen Dank.